Wo ist denn da? Fandst du das Game, Julia? Mhm. Wie fandest du den Sound, Mind? Gut. Aber ich dachte so, was wie. Ja. Kaum, soll ich das sagen? Oder ihr habt's doch nicht gespielt? Ich weiß nicht, von den Zeichnungen her war es nicht so mein, so besonders. Nächsten Psycho-Horror nehmen wir dich mit. Mhm. Bär, Laschen, Tampen sind auch überwertet. So, ja, was genau. Spielen wir? Weil Frozen hat gefragt, was wir spielen. War kein Ja, kein Nein, deswegen, was spielen wir? Dann soll er was vorschlagen. Ich habe alles da. Ich habe Exploding Kittens, ich hätte Metal Pony Uno, ich hätte Phase 10, ich hätte Skippo. Je nachdem, wo alle Leute sagen, wir sind dabei. Das Laschentampen habe ich relativ schnell hingekriegt, aber das Bär war mir, hat mich off guard erwischt. Wizard, oder Exploding Kittens. Julia, hast du jetzt ein Spiel, was du unbedingt spielen möchtest? A-Stacks. Aber I got cancelled. Ach so. Aber Laschentampen sind auch überbewertet. Mm. Ah, okay. Kevin. Ja, Psycho. Einladung, Einladung. Ich warte. Immer noch keine Einladung. Warum habe ich noch keine Einladung? Geht doch. So Spam. Mit nur genügend Generve geht das. Es ist so richtig. Was ist MLP? MLP? MLP ist My Little Pony. Uno. Uff, ja, gut, wenn es sein muss. Das klingt so nach dem Motto, Frozen hat's angefragt und will's spielen. Ja, er hat. Ich hab ihn gefragt. Ja, hast du vielleicht eine Idee, worauf du Lust hast? Ja, MLP vielleicht. Bin gleich da, muss noch was fertig verarbeiten. Na dann. Eben vorbereiten. Nicht verarbeiten. Vorbereiten. Die Frage ist halt jetzt bei MLP Uno. Es gab immer noch so ein paar Regeln, die ich eigentlich auf das Bild setzen müsste. Die müsste ich auch nochmal gucken. Ich weiß, eine Sache war Zwischenwerfen. Das weiß ich noch. Nee, Zwischenwerfen ist doch schon da. Was? Ah ja. Ach ja, genau. Joker auf Joker bzw. Special on Special. Das hatten wir noch. Beziehungsweise ich hoffe, ich komme noch, bekomme noch nur Villette. Hä? Bin bei 82er Pity, 100% und auf 5 Tage. Ich glaube, das BZW sollte eher ein BTW sein. Also, by the way, ich hoffe, ich bekomme nur Villette noch. Kann man nur viel Glück wünschen an der Stelle, Chris. Korrekt. Julia bestimmt jetzt einfach, wir machen mit Zwischenwerfen. Ah ja, okay. Na dann. Nicht, weil ich das aber... Ich ach, du hast das. Die Hops genommen mit der roten Farbe. Nein, ich wollte... Mein Grün hat man einfach nur nicht so gut gesehen, aber ich habe nicht darauf geachtet, dass Grün ja nie rot ist. Ich habe einfach nur irgendeine Farbe genommen, die man gut sieht. Ja, gut. Psycho möchte mit zuspielen, I see. Ja, haben wir das letzte Mal nicht gemacht. Was für ein Nein! Ja! Ach ja, Death Draw! Richtig! Death Draw ist eine Regel, die noch fehlt. Stimmt. Zu Tode ziehen, ja oder nein? Ja!
Zwischenwerfen und zu Tode ziehen? Alter, das wird ja anstrengend. Ich glaube, bei Zwischenwerfen sagt Frozen dann eh. Nee, Ingo ist nicht. So, stell dich Julia, nicht fällt so dir noch an. irgendeine Regel ein, die mir noch fehlen könnte? Also irgendeine Einstellung für das Game? Vielleicht, wenn man die doppelte Zahl auf der Hand hat, dass man die gleichzeitig legt. Also zum Das Beispiel rote ist ja zwei, quasi zweimal dann. Zwischenwerfen, ne? Also, das. Ja, okay. Es ist Zwischenwerfen. Zwar bei sich selber ist es Zwischenwerfen. Entweder ganz oder gar nicht. Okay. Nee, So, sonst nicht. Oder haben Warte. wir das schon mit dem plus 2, plus 2, plus 4, plus 4 und so? Das ist hier. Es gibt ja nur. Nee, Ziehenkarten gibt es hier nicht. Es gibt nur Spezialkarten. Ist okay. Weil das wäre mir sonst noch eingefallen, sonst. Ist auch nichts. Das fehlt mir noch ein Special und Special und Wild und Wild. Wobei Special und Special ist sowieso Standard. Die Special-Karten machen ja nicht viel. Es gibt die Magic-Karte. Hat ihre Regel. Das einzige, wo man halt. Ja, du legst eine Chaos hin. Da müssen die anderen Leute ziehen und der andere kann dann trotzdem noch eine Dings drauflegen oder so. Platzwechsel vielleicht? Nee. Jetzt Karten. Ja, Kartentausch. Nee. Ich glaube, das wollten die nicht. Hi Frozen. Hi Frozen. Hi Hallo. Frozen. Hallo. Und welche beiden zu Munchkin am Sonntag? Achso, jetzt sollte ja ein Tabletop-Ding werden. Ich glaube, Julia hat ein klares Nee eigentlich rausgehauen, auch wenn sie sich noch nicht mal sicher ist, was Munchkin ist. Psycho weiß ich nicht, aber Sonntag überhaupt Bock hat, irgendwas zu machen. Ja, Chris versucht eine Truppe zusammenzukriegen für Sonntag Munchkin. Kurz um zu erklären, Munchkin, zeitaufwandmäßig, das geht zwischen 15 Minuten und 10 Stunden, je nachdem, wie es läuft. Also So, wenn ist ja ich gut. Es ist im Endeffekt ein Brettspiel-RPG. ja. Gib mir noch Bedenkzeit. Das sowas wie Pen and Paper? Nee, es ist wirklich ein RPG-Game. Also so wie ein, sage ich jetzt mal, einen Gothic als Brettspiel. Ja, okay. Aber was könnte man eher als Dungeon Crawler nehmen? Oder machen wir es anders. Wir sagen, es ist einfach eine Art Binding of Isaac als Brettspiel. Theoretisch. Genau, Frozen braucht größere Karten. Okay. Also muss ich noch Und überlegen. der Tisch ist riesig. Es passiert auf Dungeons and Dragons. Ja, man muss ja auch 8 Spieler drauf kriegen im Ernstfall. Das Problem ist, je größer die Karten sind, desto weniger sehen wir in der Hand. Ich sehe lieber weniger auf der Hand als auf dem Tisch. Okay. Denn die Karten waren gerade wirklich sehr klein. Und ich meine, wer kennt sie nicht? Die Spielkarten im DIN A4-Format. Richtig. Aber jetzt bringst du mich auf die Ideen, ne? Frozen, nein! Und wieso? So ein schönes Skat-Deck in DIN A4? Sieht bestimmt Also, lustig aus, aber Skat zu spielen. dann nur unter einer Prämisse. Die sind einlaminiert. Natürlich, also komm. Und Ich mach abgerundete Ecken, ne? Ich will da keine doch Viereckchen. keine Karten aus Druckerpapier, also wirklich. Das muss entweder wirklich dickes Papier sein oder schon wirklich Karton. Mir scheißegal.
Aber einerminiert, hallo? Wenn die einmal kaputt gehen, das wäre richtig kacke. Das, weißt du, was das Allerschlimmste daran ist? Das Mischen. Das will ich sehen, wie du das machst. Das will ich sehen. Jawohl, das warst du. Das ist Ich dein stell mir auch gerade Kartendeck. vor, ich frage euch so, ja, habt ihr Lust, ein bisschen Karten zu spielen? Ja klar, dann hole ich so eine DIN A4-Mappe raus. BAM! Was ist das denn? What's that? Noch besser, einen Ordner. Ja, genau. So einen schönen, dicken Baff! Ordner. Und das zimmert auch richtig schon auf dem Tisch und denkst du so, Frozen, ich dachte schon, ich habe eine Leidenschaft, Karten zu sammeln, aber was ist das? Er macht's Scheiße. auf. Hüp. Alles einfach nur ein Standarddeck in DIN A4-Größe. Ich What? meine, auf an der Uni kann ich auch auf A0 drucken, aber das ist dann wirklich so riesig. Ach komm. Das kriegst du auch noch hin, ich glaube an dich. Es passiert sogar auf D&D. Ja, okay, es ist quasi ein D&D, alles klar. Nur in lustig. Es gibt wirklich große Karten. Das größte DIN war A3. Ja gut, A3 ist wieder unhandlich, aber A4 ist halt noch so groß, dass man denkt, ach du Scheiße, aber noch klein genug, dass man sagt, man kann damit arbeiten. Ja, Ein speaking. Kackblatt Papier in der Hand. Achso, Sag Spe doch. Was ich ja. hab das letzte im Internet gesehen und das fand ich wieder super. Also war eine Truppe, mehrere Jungs, und einer hat sich um die Flugtickets gekümmert. Ja, Und ich hat dann halt weiß, schön, ne, allen die Tickets weitergegeben. was Nur einem hat er das Ding auf A0 gedruckt. du meinst. Dann Ja. steht er da an diesem Check-in-Schalter und muss erstmal dieses A0-Zettelchen auseinanderfalten. Die Angestellte, die am Schalter stand, die hat sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Ja, ich Und da kenn steht er da mit diesem Riesenlaken von wegen, hier, das ist mein Flugticket. War Ja. super. Also der Anblick, weißt du, das hätte ich sein können. Wer denn den Zettel Größten waren die kriegt? Nö, A3, der die das Ding Karten gedruckt hat. kostet. Ich Der werde Firma dich hieß das, nicht mein damit du sie groß im Flugticket Hinterhof platzieren ausdrucken lassen, kannst. wenn wir irgendwo hinfliegen. Niemals! Na dann. Jetzt will ich mal sehen, wie groß die Karte ist. Nö, sie wird bei mir ganz normal groß angezeigt. Wie kein Okay. Deal, oder? Sie ist halt einfach nur auf dem Tisch riesig. So. Aber dann können wir noch ein bisschen größer machen. Weißt du, wir So. waren gerade schon bei DIN A6 Karten, jetzt sind wir schon bei DIN A5. Sind nicht zum Spielen. Ja, okay, das glaube ich. Was bedeutet das hier? Was meinst du mit Richtungswechsel? Dass das überhaupt möglich ist, oder? Ja, da stellt sich jetzt noch die Entscheidung. Sollen wir uns eine Karte aussuchen für Richtungswechsel? Wenn ja, welche? Boah, ich Wenn finde nein, lassen eigentlich wir es. zu viert macht es eigentlich nicht ganz so viel Sinn, Richtungswechsel zu machen. Wir können ja auch in der nächsten Runde einfach andersrum spielen. Also wir spielen jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Nein. Das ist angekreuzt, was die. Ja, gut, okay. Ne. Ja, hier unten streichst du durch und da oben kreuzt du an. Ne? Das ist. Ja, es ist so. Warte. Sieben. Ja, Mach doch das einfach geht. einen grünen Pfeil! Grünen Haken, meine Oder ich. einfach einen Punkt oder sowas da rein. Oder irgendwie so. So, Also, dann so, ja, ab so drei. jetzt auch. So. Stift auswählen. Da. Frozen. So. Sie sehen die Regeln auf dem Board. Special und Ja. Special, ja, ist klar. Also, Nicht gut. Special und Special heißt an der Stelle, wenn jemand eine Chaos zieht, kannst du auch danach meinetwegen eine Donation droppen. Scheiß Ja, drauf oder eine Magic. find ich gut, weil die Karten kommen sowieso viel zu selten im Spiel vor. Dann Wild on Wild. Nein. Ja, gerade das macht es ja so witzig, dass gerade das du es nicht kannst, Zu weil wenn Tode du. ziehen haben wir drin. Ja, sehr gut. Für Was Wild ist habe ich mir das jetzt einfach mal denn? gedacht, wir machen tatsächlich clean beide Varianten. Wir können Farben und Zahlen wünschen, je nachdem, wie wir möchten. Okay. Also, beziehungsweise Farbe oder Zahlen. Nicht beides, sondern nur Also nicht entweder rote drei. oder. Ja. Genau. Aber dafür haben wir noch das Zwischenwerfen. Ja. Kevin? Ja.
Da ich ja wahrscheinlich dann wieder nachher mischen darf, tust du mir einen Gefallen, verdoppelst das Deck bitte. Bei 125, die Karten sind schneller durch, als du gucken kannst. Ja. 150 klingt da schon ein bisschen besser. Ja, guck mal. Jetzt ist der Stapel einen halben Meter hoch, passt schon. So groß wie die Karten sind. Oh Jesus. Ne, also ich bedenke, wie die Ka dass die Karten jetzt wirklich clean eher DIN A5 große haben. Warte mal, ich kann ja mal ein normales Standarddeck nochmal. Oh. Ich nehme alles zurück. Das sind DIN A3 Decks. What the Warte fuck? mal, warte mal, ich mach mal ein Screenshot davon. Ich glaube, der Tisch ist ein bisschen groß. Ich meine, Kevin, Ja? das Spiel gibt es ja so offiziell ja nicht, ne? Das My Little Pony. Nein. Soll ich sie malen? Der Punkt ist, Ich brauche einfach nur die Bilder als Bilddateien und dann bastel ich ein Kartendeck zusammen. Das wird dann in A3 gedruckt. die Oh je. häufigsten Spielkartengrößen sind im Übrigen DIN C1 und DIN C2. Ja. Okay. Das sind die. Einmal googeln weniger. Ehre. Ja, es gibt die A, das sind die normalen Papierseiten. Es gibt die in B, das sind die die Briefumschläge. C ist dann Cards, logischerweise. Richtig? Richtig. Und D und so weiter gibt es nicht, soweit ich weiß. Zumindest habe ich noch nie gehört. Die Frage ist, warum ist Können es DIN wir A? starten? Ja, können wir, ist ja gut. Ist aber echt ungeduldig, Seiko. Ich muss dann bald wieder offline. Das heißt hier bald. E gibt's auch noch. Kotz noch raus. Da ist auch erst 9. Dankeschön. Ach du meine Güte, ich kann ja die Zahlen gar nicht sehen. Ja, warum finde ich aber auch gerade, warum ist das so klein? warum sind die so dicht? Ach, weil das so, wenn ihr mal auf eine Karte tut, dann seht ihr, wie groß euer Spielfeld ist, in dem ihr dann die Karten haben dürft. Deswegen sind sie so aneinander gerückt. So, Wie war das noch mit dem Dazwischenwerfen? ja. Ich glaube, das wird nichts. Ja. Doch, wenn es Psycho, hinhängt, Sie ist es hier dürfen. schon. Ah, ne, wer ist denn Ja, du musst unten? aber auch wirklich sehr exakt finden, weil Julia ich darf schmeiß die anfangen, so falsche. rum. Jetzt haben wir es. Warte, ich muss auch sortieren. Pack ich Eins. mal hier hin. Nein. Schande. Vor allem, was passiert, wenn Okay, wir acht, ziehen oder? müssen? Ich fange mal mit vier. Das wird doch in einem riesigen Chaos hier ausarten. Was werden wir daraus Karten doch nicht so groß ziehen? Ja, doch, du musst einfach nur das Spielerfeld vergrößern. Kann ich nicht. Wie hast du denn Wie so Spieler? kannst du nicht? Wie Kann hast du ich das nicht. Spielerfeld vergrößert? Ja, also dieses grüne Feld, wo ich hier die Karten drin habe. Das ist ja bei dir, müsste da jetzt welche Farben du halt hast. Gelber Rand dran Wie hast du sein. das vergrößert? Das kann man, also ich kann es nicht vergrößern. Ja, geht ja auch nicht. Also standardmäßig Ach nee, so das war das Falsche. vorgeschrieben vom Spiel. Die gibt's auch noch, sind für Post-its. Oh lol. Okay. Was? Also die sind standardmäßig Ja. vom Nein. Sind sie. Die sind standardmäßig vom Spiel so gesetzt. Deshalb, was sagt uns das? Karten schnell loswerden. Je mehr Karten du hast, desto ätzender wird's. Wer hat hier jetzt ausgeteilt? Ich! Okay. Ich mach das ganz anders. Nimm sie gerade in die Hand. Haha. Ich werde das gleich einfach mal ausprobieren, kurz bevor ich offline gehe. Und sollte ich das bearbeiten können, fahre ich dann irgendwann, wenn ich Zeit habe, zu Kev, nehme mir seinen PC, den hat er danach eh nicht mehr verdient und fahre wieder. Du mich auch, Psycho. Ah. Bin dran. Das tue ich dann vielleicht auch noch. Muss ich dann gucken. Ja, du bist dran. Beim Zwischenwerfen geht ja nur dieselbe Farbe mit derselben Zahl, oder? Exakt die gleiche Richtig. Karte. Okay. Ich Exakt die frage nur gleiche. noch mal. So, Psycho, wir haben eine graue So. 6. Eine blönke 6. So. Genau, Blönke 6. Wir müssen wieder zum Blönke. Vokabular zurückkehren. Weißzeit Auch tue ich sehr blank. froh, dass ich dabei bin. Oh, Entschuldigung, Zwei. Mister. Ja, ich bin perfekt, okay?
Oh, die Karte ist falsch. Aber die, nein, auch nicht. Boah, Alter, jetzt einmal R drücken. Der reißt mir nächste Woche so den Arsch auf. Ja, es wird ja, du bist nebenbei dran mit Grün. Ich Mit Lün! gehe einfach nur offline und bin weg. Einfach. Hat er schon geworfen. Ich weiß nicht, das reizt mich jetzt ja, ne? 5. Einfach ein bisschen gute Du Nacht. hast gerade Tommy übersprungen. I'm sorry. Ich hab dazwischen geworfen, du. Ja, komm, Kevin, mach mal. Zu machen? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wo kommen die alle her? Psycho! Grün! Skip! Also ich hätte die zweite Skip ja aufbewahrt, ne? Hat dazwischen geworfen. Frozen, mach du mal. Blö. Na dann. Lilla. Ja, toll. Na, Ich sortiere kannst du? direkt mal, ne? Ich sortiere direkt mal. Lülüla. Lülülüla. Lüla. Ja. Lüla. 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 Ey. Sorry, hab mich verguckt. Standardgrößen wären D7 und D8, C1 und C2. 10-mal so groß. Oh. Sag mal. Das ist belastend. Ja, vor allem egal, wie ich die Karte hinziehe, sie landet nicht da, wo ich sie hinhaben will. Das ist mir doch egal. Aha. Los Frozen. Hey, I'm sorry. Oh, das ist Wie ist das belastend. eigentlich jetzt mit dem Zwischenwerfen? Ist da Frozen wieder dran? Ja, wenn sie zwischenwirft, ist Frozen wieder dran. Das heißt, sie hat gerade Keen uns beide übersprungen. Okay. Das mit dem Zwischenwerfen ist einfach nur, ich darf ihn noch bevor Salko dran ist, ich darf ihn wieder zwischenwerfen und dann Ja, darf er dann bist du weitermachen. noch auf. Nein, 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 Okay, dann machen wir es dann noch. Im Moment bitte ich Ach ein so. bisschen. Dann erstmal nicht. Den hab ich das vor. Frozen, Mensch, eine Eins. dann Lilla. schlaf und träume schön. Find erstmal eine Eins. Denk daran, mit Alt kannst du da so durchwuschen. Das stimmt. Das stimmt. Miau. Olanje. Lot. Oh, also Blut. Lalalala, Ich find's lustig, Psycho kreuzt an Zwischenwerfen und Julia zieht's durch. Ja, das Ding ist, bis ich da mal die Karte rausgesucht habe. Wenn ich darf, dann mach ich's. Die Geschichte mit der Alt-Taste finde ich übrigens sehr praktisch. Ja, Jetzt das ist ein stimmt. bisschen. Es hilft. Es hilft definitiv. Bloß bei meiner Kartenmasse hilft es überhaupt nicht, wenn es darum geht, zwischenzuwerfen. Ich habe keine Ahnung, welche Karten ich habe. Wenn man sich auf die Einheit guckt, Millimeter, Zentimeter, Dezimeter, alles dasselbe. Ja, genau, ist richtig. Terrible decisions have been made. Ach, mal jetzt mit dem Zwischenwerfen, Chris, das ist richtig. Zwischenwirken ist gerade Die echt Einheit unpraktisch. ist alles das gleiche. Frozen, du bist nebenbei dran. Du warst blut. Schon wieder dran? Ja, ich habe ja zwischengeworfen. Das ist halt der Nachteil, wenn man sich die Karte mit Alt anguckt, du siehst nicht, was auf dem Feld passiert. Dankeschön Ja. für die. Ey! Die drei jetzt. So. Zwischengeworfen. Mit der Größe der Karten, ja, das auch. Das auch, Chris, das auch. Gut, ich hätte sogar mir selbst dazwischen werfen können, das finde ich sehr gut. Ha! Frozen, sehr gut. Ich hab gerade auf die Karte drauf geguckt. Ist. Also warte mal, die habe ich auch noch. Ah, gleich nochmal bei sich zwischengeworfen, Mensch. Immer noch Psycho Oranje. Olanje, Entschuldigung. Olanje. 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 Es gibt ja kein R. Olanje. Blönk. Lola. Lüla. Hat dazwischen geworfen. Ach, Hier. danke. Drei. Bitte Hat schön. dazwischen geworfen.
Lün. Kann ich mal das zwischenwerfen? Nö, nö. Zieh mal. Blank. Ich wünsche mir Jelle. Jelle. Warum ist halt ein Zieh? Was kommt jetzt? Eine zwischengeworfene Eins. Warte, wir müssen auch vorher gucken. Nicht, dass er hier bescheißt. Nein, ich habe das einfach wirklich nur gemacht, nicht, dass einer von den anderen beiden oder du selber ankommt, die Eins dazwischen wirft und ich das nicht mehr kann. Oh mein, klar kannst du. Wenn ich die Eins dazwischen werfe, kannst du doch auch wieder dazwischen werfen. Oder wenn Julia die Eins dazwischen geworfen hätte, richtig. Dann würdest du einfach Team Frozen überspringen. Eben. Und Julia hätte mich übersprungen an der Stelle, also. Ist egal. So, Olanje 6. Gönnt euch. Ich bin Frozen. Ja, dann will ich mal ein bisschen Magic haben. Wie das denn? Ja, zwei random Karten ablegen. Ohne Effekt. So, und die nächste macht weiter, ne? Genau. Das Witzige ist, Frozen. An der Stelle denke ich mir so, man schmeißt eine Magic. Und jemand anderes hat auch eine Magic und schmeißt einfach die Magic dazwischen. Gut, das... Der wäre halt auf anderen eben wild. So, Lün. Ja, weg mit der Karte. 6. Auch noch Psycho? Nein? Okay. Yelp. Yelp. Was muss noch suchen? Ja. Welche Jelbe nehme ich jetzt? Ja. Ah, fünf. Oh. Nö. Ja. Achso, doch trotzdem. Ja, gut, stimmt. Psycho. Gefrozen. Ach, scheiße. Lilla. Le bleu. Ich wünsche mir Blink. Dankeschön. Danke. So, okay. Psycho, du bist wieder dran. Ja. Ja. Ich will einen sehen. Ah. Beide selber. Na, kannst du nicht? Das bedeutet, versteht er? Alle müssen zwei Karten ziehen, oder? Außer dir. Und jede beliebige Karte kann danach gespielt werden. Finde ich ganz nett. Was spielst du Nettes? Natürlich. Lün 2. Hörst du da leichte Aufregung in deiner Stimme? Nein. Richtig nett. Frozen. Lün 6. Alles gut. Le Bleu 6. Lot 6. Ich hab nicht gehört. Le Bleu 6. Ich find sie süß. Ich find's auch süß. Wünsch mir Rot, also. Gilt. Lot. 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 Dann spiel doch mal Lot. Le Bleu. Genau, das ist meine. Dann spiel doch Le Bleu, Psycho. Nee. Das ist jetzt scheiße. Ja, Pech gehabt, Kevin. Gut gemacht. Ich wünsch mir 7. 7? 7. Das ist jetzt noch ein bisschen asozialer wie die Farbe. Das ist so like. Ja. Wobei, es gibt auch 7 Farben. Aha.
Mir ist es ein. Ich muss mal kurz sortieren, damit ich das nicht rein. Alles gut. Wie ist das jetzt eigentlich? Sagen wir mal aus doofem Zufall. Ich habe jetzt 5 Siebenen auf der Hand. Und Frozen hat, bis auf die 2, die du hast, alle anderen. Und sie kann gar keine 7 mehr ziehen. Es gibt insgesamt pro Farbe 4-mal die gleiche Zahl und 28 gleiche Zahlen. Also bisher habe ich keine 7. Siehste? Ja, es gibt sieben Farben und die Zahlen gehen von 1 bis 7. Also ist die Wahrscheinlichkeit gut ein bisschen geringer, als es gibt Karten. Gibt aber ansonsten. 2, 3. Irgendwie will ich aufgeben, es zu sortieren, aber ich würde es auch irgendwie nicht aufgeben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe jetzt schon meine Karten reinvoll, glaube ich. Also es sind 10 Siebener im Ablagestapler leider schon. Das heißt, 18 sind noch im Spiel. Hast du nicht das doppelte Deck auch gezählt? Ja. Okay. Digga, du erkennst gar nichts mehr auf ihrer Hand. Safe. Ich habe meine Reihenfolge, das reicht mir. Oh, diese scheiß Dreien. Die liegt doch gleich 15 Karten auf Mal. Hat dann immer noch 30. Nein, ich habe die falsche Position. So. Ich habe die ganze Zeit 3, 2, 1 und 5 gezogen. Keine 7. Und du hast trotzdem noch keine 7. Nein. Ich will das halbe Deck hier aufhören. Kann jetzt mal bitte eine 7 kommen. Denn jetzt habe ich auch eine 2. Wie wundervoll. Digga, Kevin. Wie viel Arschloch kann man sein? Kevin, ja. Ich sortiere jetzt einfach nicht mehr. 5, 6. Selbst die gibt es jetzt auf. Ich habe es nicht aufgegeben. 7! Darf ich hey! Frozen! Warte. 2, 1, oh, ich hab mich hier schon. Ah, verhauen. Scheiße, egal, Hauptsache Kevin haut ab. Bonnie! Oh. Oh, Lanier. Oh, schön, das Pony hat sich wirklich durchgesetzt bei mir. Bild zu sehen, wenn eine dumme Idee aufgeht. Pony! Letzte Karte. Ich glaube, ich hab's jetzt sortiert. Eckbar? Ja. Hast du eine Wildkarte? Nein! Nee, leider nicht. Schade, sonst hätte ich gesagt, du weißt, was du zu tun hast. Ja! Nein, ich hab hier irgendwas falsch. 2, 1, 2. Nee, jetzt ist die 3 davor. Ja, du bist dran. Olanje! Die kriegt das nicht mehr. Ich bin beschäftigt. Ich hab den Buch gerade auf angeschaut. Ja. Nein, warum ist. Hä, warum ist Dan jetzt ins Skip hingefallen? Hast du keine Orange? Geschweige denn eine 7. Ich hab eine 7 gefunden. Lass du. Ja. Ja, nett. Warum denn rot? Weil ich gerade nichts anderes gezogen habe, du. Schäm dich. Ich finde die Map aber besser. Was? Ja. Was? Welche? Was? 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 Gelb. Gelb. Yellow. Wenigstens bist du so. Ach, du sprichst es. Okay. Rose spricht es noch so ganz speziell aus, das ist Yellow. Ja. Yellow. Da hat er ja noch so ein Akzent mit drin. Hey, wenn sie nicht liegt, dann geht sie nicht. So. Ich wünsche mir Lühn. Lühn für den Herrn, okay. Meinetwegen. Oh. Nicht genug Lügen. Nein. Nö. Oh.
Bonnie! Du bist ein Pro. Ich hab so. Ich darf ja mal kurz was sagen. Wenn man sich mein Kartendeck gerade so anschaut, sieht das aus wie so ein Strichcode. Ja. Oder wie ein Stickmuster. Ich bin dran, ne? Ja. Eiko, du kennst das Prozedere, ne? Ja. Was willst du haben? Ja, ne. Okay. Deswegen sag ich ja, du kennst das Prozedere. Eine Karte reicht. Nein! Pony! Am Arsch! Wie viel Glück kann der haben? Hat dazwischen gebrochen. Boah, das ist jetzt so eine Sache, ne? Ich könnte das ganze Ding jetzt für Kevin gewinnen, ich könnte auch Kevin jetzt aus der Bahn werfen. Ich find's irgendwie witziger. Pony! No. Sag mal! Leiko, du hast nicht wirklich eine Wildcard. Wenn ich sie hätte, dann würde ich sie schon foltern. Ich kann leider nicht. Das Schlimme ist, Leiko weiß immer noch nicht, was meine letzte Karte ist. Es ist nicht gelb, so viel weiß ich. Granted. Und solange ich das gelbe Siebenecke reiche. Ja. Ja, dann wollen wir doch mal, ne? Gelb. Will ich. Gelb. Ja, anderes Hobby. Teamspiel wäre auch funny mit 6 Leuten oder so. 3 gegen 3, okay, ja, das hätte auch was. Aha. Wer hat gemischt? Hier. Ich auch. Nein, das ist die Falsche. Ich will die hier ziehen, danke. Was kann sie? Le bleu! Nein, jetzt hast du meinen Plan durchkreuzt. Was ist das? Blau? Ah, oh, dazwischen geworfen. Ich mach mal wieder Geld raus. War klar. Rosa hat einfach. Nein, nein, nicht jede Zahl in. Kevin! Ich bin schon 3. Belastet. Ey, ist nicht euer Ernst. Das ist halt gut, das muss irgendwie besser werden, ne? Ich hätte mir an deiner Stelle einfach die 7 gewünscht. Ja, aber die 7 könnte er haben. Eine von den 5, wow. Ja, 3. Ach, guck mal. Hä? Achso. Ulange. Ulange. Nicht die Wort. Ach, hat er auch nicht. Guck mal. Orange und Oranje und 5. Mhm. Und gelb. Opa. Ich sehe meine Karte. Auf Rose verantwortet. 7. Du weißt schon, dass das jetzt eigentlich so viel. Das ist so viel besser. Also eigentlich müsstest du nicht so lange ziehen. Ich hab die besten Karten. Ja, nee. Ja. Wollt auch ziehen. Oh. Oh. Ja, hättest du mal, ne? Er hätte fördert, bitte. Ah, ja. Oh, Mensch. Hat er zwischen geworfen. Oh. Ja, Conny. Shit. Ich hab dazwischen geworfen. Präzision muss sein. Was für Präzision? Das ist keine Präzision, wenn das Spiel das nicht connectet. Erstmal ein Pony und ich wünsch mir. Lilla. Lilla. Eiko, hast du Lilla? Sehr schön. Hart dazwischen geworfen. Nee. Dicker. Ich dachte doch, seid ihr bescheuert? Hart dazwischen geworfen. Und alle mit der gleichen Karte. Super. Und trotzdem gewinnt er meine. Nö, nö. Was? Du bist ein Kandidat. Du bist ein Kandidat. Ich raste aus. Hat inzwischen geworfen. Oh, jetzt fangen wir alle. Was ist denn jetzt?
Weil ich verdammt noch zu geworfen. Viele Karten habe. Ja, dann mach mal. Ach, ey. diese vier Vieren, drei Vieren, habe ich gleichzeitig bei deinen wundervollen Sieben gezogen. Ah! Ja. Ich versuche etwas abzubauen. Hier übrigens, ne? Eine Sieben. Aus dem Stapel. Top! Lilla! Hat dazwischen geworfen. Du hast ihn sehen. Allerdings war das trotzdem ziehen darf. Aber es ist für mich wichtig, ich habe dazwischen geworfen. Aber hey, wenigstens schaffe ich dazwischen zu werfen. True. Das bedeutet, ich darf jemandem eine Karte geben, ne? Richtig. Und die Lila 7 ist die letzte Karte, die gespielt wurde. Ja. Gut. So, wem schiebst du was unter? Frozen schiebst du was unter. Na dann. Ich bin auch spannend. Ach ja. Dann machen wir doch mal die 6, ja. Ah, hat dazwischen geworfen, I see. Oranje. Oranje. Eins, zwei. Unos. Blühen! Ah, dazwischen schon. Pony. Ach, Dicker. Schwierig. Netter Versuch, Psycho. Dafür so lang. Netter Versuch, Psycho. Funktioniert das nicht. Wünsch mir sieben. Du hast es aber mit deinen sieben. Ich zieh mal 42 Karten, ne? Ah, ne, doch nicht. Nur eine. Was? Ah! What? Okay. Die Frage ist, spielen wir das jetzt noch zu Ende? Aber da habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ja, wir machen es zu Ende. So. Echt? Ja, das ist jetzt eine Bestrafung. Nein, das ist echt jetzt mal darauf bezogen, hatte echt Frozen die graue Sieben. Ja, hatte er die ganze Zeit. Scheiße. Das Geile ist, er hat die graue Sieben und wünscht sich Lilla. Ja. Auch geiler Move, Alter. Naja, weil man dann weiß, dass sie nicht aufkommt. Ja, Psycho, das spiel doch nochmal. Noch durchgeht, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass die Farbe durchgeht. Und dann noch alles mit der gleichen Karte. 6, 2. Ne. Zwischenwerfen ist nicht, aber doch trotzdem spielen. Ja, ich war maximal irgendwie. Julia war so schnell da, ich konnte gar nicht zwischenwerfen. Ja! Kevin bringt gerade genau den gleichen Move! Ha! Ich war aber schneller. Einfach viel zu schnell da. Ja. Ich wünsch mir Lot! 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 Hat dazwischen geworfen bei Psycho, ja komm, leg drauf. Hallo Psycho! Dein Zug! Meine Güte! Ich sollte nur machen, was sie die Frage schon so Reichweite hatte. Okay. Wie du hast keine Lügen. Das niemals zugelassen. Es gibt nur zwei von jeder Karte. Wo kommt die dritte graue 6 her? Oder habt ihr wieder das? Wir haben zwei Decks. Oh no. Any card continues, ne? Okay. Ich find's, Lothar 1. Ich find's schön, dass ich bei euch alle die Karten erkennen kann. Ihr habt so wenige Karten alle gerade auf der Hand, dass ich. Oh gut, Psycho jetzt nicht mehr. Psycho wird jetzt schwierig wieder. Ich würde die Karten vielleicht auch ein bisschen kleiner machen. So minimal, so ganz kleines bisschen. Ein bisschen. Ja. Aber dass wir die so krass groß gezogen haben, ist schon hart. Naja, oder du musst halt den Tisch ein bisschen kleiner machen, so einfach von der Skalierung. Kann ich nicht. Die Karten in Originalgröße halt schon. Die Karten sind halt in Originalgröße halt schon echt klein. Schon geworfen. Nee, es ist wirklich der Tisch, der einfach riesig ist. Das ist wirklich so. Olanje! Nee! Warte. Voll. Hilft dir? Nee, hä? 6. Blau, also Le Bleu und ohne letzte Karten. Nein, Pony. Pony letzte Karte, Entschuldigung. Also wirklich. Warum?
Ja, komm, Julia, dann mach auch. Ja, irgendjemand ist in diesem Haufen drin. Du darfst eine ziehen. Danke. Eine letzte Karte, ey, und ich wünsche mir eine 2. Okay. Muss das jetzt eine 2 sein Es muss eine 2 sein. oder? Geil. Das hängt schon mal dran, ne? Also ich hätte keine Bonuskarte dazwischen werfen dürfen. Nee. Okay, weil ich dachte, die darf man halt immer werfen, außer Wild of Wenn Wild. was gewünscht wird, musst du einmal das legen, was gewünscht wurde, dann darfst du wieder alles legen. Ist quasi Okay. Wild on Wild halt nicht. So, du hast jetzt gerade eine Lina 2 gelegt, ja? So. Dann. Moment, und Julia hat dazwischen geworfen? Ja. Ja. Oh nein. Oh, she's just a baby. Süß. Dünn. He's just a grandpa. Okay, du raus da. 8 Stück. Ich wünsche mir Orange. Orange. Bye. Ein Combo-Move, deswegen hat er geguckt. Ich verstehe. Nächstes Skip, nächstes Skip, nächstes Skip. Gewonnen. Hey. Okay. Pony Lüller. Lila, Lüller. hast du gewonnen? Leg dein Lüller. Ja, hast du gewonnen. sind gerade, wir sind gerade so mit dem doppelten Deck ausgekommen. 12 Karten sind noch drin. Mensch. Ich find's doof, ich konnte halt nie mit dieser Karte retten, also. Kannst halt jedes Mal spielen, ne? Außer Ja, halt. aber so wie jetzt hätte ich mich halt eigentlich damit retten können, weil hier liegt halt Special on Special, ja, White on White, nein. Aber ich hätte ja eine Special auf White gelegt. Du hättest die Magic-Karte, wo du gerade 8 Karten gezogen hast, legen können. Da war nur ein Farbwechsel, das war keine Wild-Karte. Da hättest du die Magic-Karte legen können. Deswegen war ich so irritiert, warum du lieber 8 Karten ziehst, anstatt die Magic zu legen. Wieso Farbwechsel? Kevin ist auf grün gewechselt und du hattest kein Grün, hast stattdessen 8 Karten gezogen, anstatt die Magic-Karte zu legen. Habe ich nicht drüber nachgedacht, die ist irgendwann in diesen Haufen verschwunden. Aber ich möchte ganz gerne, dass das hier dann auch nochmal als Regel mit reinkommt, dass Special of Wild auch nicht möglich ist. Weil so wäre jetzt aktuell Special of Wild eigentlich laut der Regel möglich gewesen. Ist jetzt gemischt. Aber ich bin tatsächlich jetzt raus. Ja, tut mir leid. Aber bis ich mich jetzt bettfertig gemacht habe und alles ist 22 Uhr nochmal wieder auf dem Fenster. Was wollen wir dann jetzt zu dritt machen? Das ist eine gute Frage. Ich kann auch nicht mal lange. Bei mir geht morgen halbwegs der Alltag wieder los. Heißt wieder Schule oder was? Meine erste Vorlesung morgen. Das ist schön.
Mal gucken, ne? Ich habe jetzt einen neuen Professor in meinem Fach. Mal gucken, ob der das besser macht als der alte. Wann beginnt das denn? 14 Uhr, glaube ich. Vorher halt noch ein bisschen was machen. Ich wünsche euch allen hier eine wunderschöne gute Nacht. Bis ja, die Tage, morgen oder sonst wann. Ciao, ciao. Bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Also wollt ihr jetzt noch irgendwas machen oder? Bevor. Ich glaube nicht mehr. Ich sitze jetzt hier noch ein bisschen, aber eigentlich auch nicht mehr großartig. Okay. Und nächstes Mal wieder. What the heck? Ich kann meine Kopfhörer per Bluetooth mit meinem PC verbinden? Wenn du ein Bluetooth-Modul in deinem Motherboard hast, ja. Das wusste ich gar nicht. Tja. Oder man kann sich auch PCIe Bluetooth-Board holen. Das geht auch. Ach, deswegen. Man hat 10 Sekunden Zeit bei manchen Sachen. Was war so mit den 10 Sekunden? I don't know. So, und was war das mit dem Buddywürfel? Ich denn der hier? Ich hab hier ein Bier, cool. Es piept. Ich habe mich gerade, hängt ja eigentlich ein Skript hinter, Chris? Ich glaube nicht, oder? Was wurde? Hat gefragt, ob hier irgendwie ein Skript hinterhängt oder so. Oder muss man wirklich. War 5 Minuten weg. Ja, und? Ja, das haben sie einfach rausgeholt, weil ich es kann. Ich weiß sowieso, dass der Stream wieder nur auf ein einziges Highlight runtergekürzt wird, aber egal. Rosen schlafen. Oder noch nicht ganz, aber bereitet sich gerade aufs Schlafen vor. Psycho ist schlafen. Da waren es nur noch zwei quasi. Dabei ist es gerade mal 9:30 Uhr.
Was meinst du mit, du hast ein Setup? Gibt es sonst irgendwelche Spiele drauf, die man zu zweit machen kann? Vielleicht alles. Ich bin jetzt auch draußen, schön von euch, ne? Good night. Good night. Aber das hier habe ich von dir geklaut, Chris. Das Ding hier. Geht so darum, wegen Skript hier von wegen. Was ist das überhaupt? IIRC. Oder meinst du IRL von in real life? Das wäre aber sehr daneben gewesen, die Schrift. Okay. Aber du weißt ja noch die Regeln, Chris. Also von daher, die Frage ist jetzt, Chris an der Stelle, wie war das jetzt mit, wie man das Spiel anfängt? Guck in die Regenkappe, ach du Misthund. Wofür steht fucking IIRC? Das muss ich mit ihm dann tatsächlich am Sonntag erst klären. Wo ich Leute halt clean einfach ins kalte Wasser schmeißen. Du Wizard zu zweit spielen? Soll ich schreiben? Können Sie gerne tun. Morgen fix zwischen noch meinetwegen auch das.
Ich hab das Locken gefunden, das sind doch Toggles. Ich hab die Axt. So. Soll ich würfeln oder willst du, wer anfängt? Kannst ruhig. Der war schwach. Geht doch vor allem nicht. Geht immer noch nicht. Ist grün. Wollen wir nicht erstmal sagen, wer welches ist? Du bist blau, ich bin rot. Nee, ich bin rot. Ah, andersrum. Ja. Es ist Lilla. Es ist Lilla. Das ist immer noch Lilla. Oh. Oh. Hey! Yeah, ich fange an. Ich gut. Kann man die irgendwie nicht. Phase 1, let's go. Okay, grünes Trumpf. Okay. Was sagt der Herr? Ich sag trotzdem an. Ja, ich kann auch nur eins sagen. Belastung. Ja, nenn dich mal. No way. Oh, der war knapp, du. Eieieiei. Okay, wie war das? Man kriegt... Sorry, Kundenbetreuung. Alles gut, Chris. Okay, warte, 20 kriegst du, oder? Warte. Chris, 20. Wie viele Punkte kriegt man, wenn man richtig lag? Oder sind das 10 immer? Es sind pro Stich auf jeden Fall immer 10. Die Frage ist, wie viel kriegt man pro richtig stehen? Also, ob man richtig steht oder nicht. Pro gewonnenen Stich kriegt man auf jeden Fall 10, sofern man richtig liegt. Also kriegst du 10. Ich habe ja richtig geraten. Ich glaube, da also gab es noch 20. Bonuspunkte für. Aber einfach, wenn man auch richtig liegt, nochmal 10 draufpacken? Ja, können wir machen. Okay, dann kriegst du 20 und ich minus 10. Ja. Schon wieder Lünen. Ich sag, 3. Dann krieg ich einen. Einen darf ich eh nicht sagen. Aber 2 würde ich niemals sagen. Ein Wizard. Ja, den schmeiß ich mal weg. Ein blauer. Haben wir überhaupt gemischt? Back to Tennis. Alles nicht. Oh, die 2 sieht ja richtig scheiße aus. Ah. 2. Ich wollte 1 sagen, ich sag 0. Nein. Das kann natürlich passieren. Das kann natürlich auch passieren, wenn du das klug spielst. Blaue 10. Da verkauft sie 13. Okay. Mhm. Trümpfe. 10. Will sie nicht. Mm-mm. Trümpfe 5? Ah. Das ist ein klarer minus 10. 10 Punkte für dich. Wieso minus 10?
Weil ich einen daneben liege. Ach so, ja. Oh Gott. Wir wollen es ordentlich machen. Wenn man ohne Stich Punkte bekommt, ne, das ist schon krass. Ich hab Schlimmeres. Ein. Mhm. Vier. Vier. Okay. Ich nehme 12. Nee. Okay. Rot 12. Mhm. Grün 12. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass du nicht die Farbe hast. Blau 1. Yes! Der Colorplay des 50 Punkte, Katsching! Oh, kein Trumpf diese Runde. Wow. Dann nehme ich 3. Dann nehme ich einen. Das einen. Ja. Das heißt, Schiebung ist angesagt. Grüne 10? Will sie nicht. Ich hab Schluck auf. Oh. Rote 10. Will sie nicht. Grüne 9. Will sie auch nicht. Das ist ein Blauspiel bei dir, kann das sein? Rote 2. Den will sie nicht. Okay. Gelbe 2. Den will sie nicht. Hm, Mensch. Schön, wie das 20 Punkte. Geil! I love it. Wow. 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 Gut. Okay. Zwei. Drei. Ich habe jetzt hier wieder Minuspunkte, weil ich wahrscheinlich einen kompletten Durchlauf mache, aber egal. Wir fangen mit grünen Zehnern an. Ja. Hätte es nur belastet, dass ich keinen grünen habe. Einen schenke ich dir. Blau ist auch schwierig. Ja, das war gerade blau. Ja. Aber wir haben jetzt nicht mehr. Aber meine einzige blaue. Das sind wahrscheinlich zwei Trümpfe, die sie nicht haben wollte. Und den will sie auch nicht haben. Oh nee. Jetzt holst du das Trumpfgame raus. Okay. Meins. Gelbe 10? Gelbe 9, okay.
Ich hab nur meinen Schluck auf Vorfeld. Sechs Trumpf. Nein! Nein! Ja! Oh Mann. I did not hit her. I did not. Hey, man sammelt mir gleich viele Minuspunkte gefühlt. Bitte. Oh. Grüner Trumpf. Vier. Ist zwar mutig, aber ich sag mal vier. Vor allem. Trümpfe. Das war jetzt zu erwarten. Gönnen Sie sich? Den wolltest du nicht, das merkt man. Na dann. Trümpfe. Will sie nicht. Michi. Jelle? Will sie nicht. Wizard? Will sie nicht. Nö, ich frage mich warum. Können dir. Right. Ja. Du hast ein zu viel. Nee, also da. Nee, da wäre ich also. Nee. Nee, aber unseren Punktestand, also, du. Gleich auf. Oh nee, wir haben uns gedreht. Ja. Was? Ich hatte noch ein Minus davor. Mhm. Wie viele? Acht. Out. Ach du Scheiße. Ja, das denke ich mir auch. Ach, ich gehe mal mit vier. Vier? Mhm. Aber ich will fünf haben. Der Kampf der Giganten, jetzt geht's los. Blau. Einen hast du schon mal den ersten von meinen fünf gezogen. Dann super. Machen wir mit Nummer 2 grün 13 weiter. Ja, nun. Machen wir mit Nummer 3 gelb 13 Scheiße. Weiter. So. Ich bin nicht mal gerade liegen, hä? Wizard 1? Wizard 2? Du willst mich veräppeln, oder? Ja. Jetzt stelle ich die Frage, hast du Trümpfe? Natürlich hat sie Trümpfe. Die Frage ist, hat sie auch genug Trümpfe? Oh, das ist sehr gut. Ei. Wenigstens nur minus 10. Ja. Money in the Bank. Katsching. Wie viele hast du? Das sind 60. 60 Punkte extra. Hm.
Och nein. Oh. Ach, das wird wieder. Eine kunstlose Runde, das wird wild. Ich nehme die trocken. Trocken? Trocken auf Englisch, dry. Oh Mann. Okay, 1, 2, 3, ich mach 4. 10 mit Julia. Ja. Der Schlucker bricht mich auf. 13 rot. Zauberer. Ja, ist er nicht. 13 blau. Zwölf Lünen. Zauberer. Okay. Blut. Hab ich nicht. Blut, ach. Hab ich nicht. Lünen, 7. Hab ich nicht. Juhu. Gelb. Hab ich nicht. Oh. Ja, die habe ich. Okay. Können wir den sechsten. Dass du mir die 12 wegnimmst, habe ich nicht erwartet. Trotzdem hast du 3. Ja, das habe ich gerade noch so rumgerissen, so, oder? Wobei eigentlich war es der Punkt, wo du schon nicht mehr haben wolltest. Ey, jetzt riecht mich auf. Wie viele brauchen wir? 10. Hallo, warum kann ich dein Ding nicht da? Hast du den vielleicht markiert? Eine kunstlose Runde. Aber was ist das denn heute bei uns beiden? Keine Ahnung. Oh Gott. Das wird ein Krieg. Das ist so ein Krieg. Ich sag 5. Calling the war! 6. Ja, fangen Sie mal an. Oh, 12. Ne. 2 Nacht. Ja. Okay. Grün 12? Ja. Ah. Grün 5. Nee. Nee. Ich hab schon verloren. Blau 5. Jetzt kommt meine Zeit. 10. Blau 11. Blau 12. Rot 11? So, das Problem ist, das gewinnst du clean, weil ich habe jetzt einen dran. Ich 60 macht 50 auf der Agenda. Wie viele hast du nicht? Einen. Wir waren clean einen drüber, deswegen bin ich jetzt auf der Klappen 100, ja. Schön. Sie hat einen Diamant gemalt. Ein Like. Also ein Karo. Diamonds. So. Wait a second. Nein.
Es ist so schwer, das mit dem Schluck aufzumachen. Holy crap. So, wie viele? Ach, du musst. What's happening? What's happening? Ach, hab ich nur drei. Ich glaube, du hast meine Karten gekriegt. Der Würfel hat es ein bisschen kaputt gemacht. Oh, we're talking. Viel. Jelber Trumpf! Oh, shoot. Jelber Scheißtrumpf. Das ist das denn hier? Ich hab echt Schluck auf. Vier? Vier. Sicher. Ja. Okay. Drei Stunden sind hier maximal zwei Leute belastend. Letztes Mal live, Chris. Aber hey, ich bin da. Ich. Es ist schon niedlich, wenn du das, wenn du bei dem Schluck auf auch noch Hiek machst. Es ist schon niedlich. Not gonna lie. Das tut so weh. Das glaube ich dir. 12. Blau. Aber die auf Arbeit! Wow, wie boring ist das denn? Gratulation an der Stelle. 10 blau, die fühle ich jetzt nicht so sehr. Weißt du was, den hole ich mir jetzt ganz bodenlos zurück. Trumpf 1. Okay. Grün 11. Grün 13. Gelb 12. Nee. Och. Nee. Entscheide über dein Schicksal. Will Blau wegschmeißen, alles klar. Trumpf 2? Ah, nee, will sie zaubern. Okay. Blau 6? Nee. Trumpf 3. Grüne 1. Ei. Blau 7. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Grüne 4. Will ich nicht. Scheiße. Hat eine 2, 4, 6. Ich hab 1 zu viel. Du hast Perfekto. Schaka! Dass ich echt mit den bodenlosen Trümpfen das Ding hole, ist schon frech. Weil ich hab die komplett ausgeklammert, aber du nimmst dir halt clean meine zwei Nummern weg, die ich mir eigentlich clean eingeplant habe. Wo ich denk mir so. Dann werden wir halt frech! Dann werden wir halt frech. Ist halt so. Warte, 2, 4, 6, 8, 10, 12, okay. Oh, Trümpfe. Blau auch noch. Ich sage 6 mal wieder. Ein Spiel für mindestens 3 Personen zu zweit spielen. Warte, was? Mhm. Oh lol, ich seh's gerade. Egal, weil man's kann. Ja. Weil wir gerade Langeweile haben. Lost. Haben wir's nicht Darf ich nicht sagen, 5. Lass mich raten, Chris.
Bei dir raucht nicht nur das Handy, sondern auch clean die Steam Deck. Meins. Labyrinth, Skippo, Phase 10, Schach. Labyrinth habe ich tatsächlich nicht. Müsste ich mir mal suchen. Weil das Geskriptete von dir war echt gut. Skippo. Nee. Phase 10. Nee. Schach. Nein. Ganz klares. Nein. Gelb 12. Grüne 10. 12. Was hast du gesagt mit Handy Steam Deck? Ich habe gesagt, dass beide rauchen. Hat er dich nicht verstanden. Die rauchen halt beide clean gerade, weil du halt echt hart Langeweile hast. Deswegen lässt du beide gleichzeitig laufen. Stream of Load laufen, während du gleichzeitig noch Steam Deck zockst. Grüne 9? Ist jetzt kritisch. Zauberer. Nee, will ich nicht. Gerade zocke ich nicht. Okay, gut. Rote 4. Hab auf nichts Bock, das ist belastend. Eine blaue 13. Kann ich doch nicht. Bin nach Hause, das kannst du knicken. Eine blaue 9. Kann ich doch nicht. Eine blaue 7. Kann ich doch nicht. Eine blaue 6. Kann ich doch nicht. Ein Zauberer. Den kann ich auch noch weniger. Und eine blaue, rote 5 kann ich auch nicht. Und die will ich nicht. Wieder ein zu viel. Ja. Ah, hey, dann habe ich nur mehr Rechner. Ich sah nichts. Ja, okay. Granted, hast du recht. Imagine Phase 10 auf der Steam Deck. Tabletop Simulator meine ich. Sorry. TTS ist unsupported laut Steam. Ah, das ist schlecht. Ein bisschen Lühen muss sein, dann ist die Welt voller Sonnenschein. Nee. Er ist so ein schwieriger Call hier an der Stelle. 5. Wobei, manche sagen, dass das gehen soll. Ich habe eh nichts, was das zu tun wird, installiert. Auch 5. 3 drunter! Oh Gott. Jetzt geht's ums klug spielen. Mhm. Trumpf 13. Ja, das war fast schon zu erwarten. 12 rot. Okay. 11 gelb. Den will sie nicht. Okay. Eine blaue 10. Will sie auch nicht. Okay. Dann will sie den Zauberer mit Sicherheit auch nicht. Klug spielen ist bei dir ein Fremdwort, Kappa. Ach, halt die Fresse. Das ist Bullshit. Guck dir an, was ich hier für Sachen gewonnen habe hier. Ja. So viel zum Thema klug spielen, Chris. Psst. Jetzt will ich nicht mehr. Hm.
Ach ja, Mensch, kann ich doch nicht. Ach Mensch, kann ich doch nicht. Nee. Oh, okay. Nee. Aber deswegen. Für ihr Internet. Fuck! Muss ich wohl. Gelbe 4? Natürlich. Na komm, die 5 gibt's ja auch noch. Ah ne, die nimmst du. Clean auch daneben geschossen. Ja, läuft. Beide reingeschossen, Julia. Läuft. Läuft. Du hast aber mit 2 daneben geschossen. Ja, gut. Ich mit einem. Das halte ich für Hörensagen. Und Blasphemie. Aber guck mal, merkst du mein Schema? Minuspunkte sammeln. 50, 40, 30, 20. In 10er Schritten nach unten, oder wie war das? Mhm. Ach Gott. Okay. 500 Megabyte von 1,2 Gigabyte. Ja, das dauert ein Stück. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ich darf hier doof versuchen. Das ist wild. Das ist wild. Ja, warte. Ich muss erst mal gucken, was ich haben möchte als Trumpf. Erstmal die stärkste Farbe hier raussuchen und so. Lün. Lün. Auch wenn ein bisschen wild ist der Call, aber ich nehme Lün. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Ups. 6. Okay. Das Spiel hat sogar einen Steam Deck Controller Layout zum Berserker Game persönlich. Und Berserker Games persönlich. Wood. Ja, Belastung. Warte, du hattest jetzt grün, richtig? Ja, ich hab Lünen gesagt. Ich sag 7. Du sagst 7? Mhm. Da hat jemand wesentlich mehr Lünen wie ich. Das ist interessant. Ich komm auch noch raus. Mensch. Hm. Nee, kommst du nicht. Warum wurde ich jetzt von dem Mann genommen? Achso, doch, warte, hast du recht. Ich hab den falschen angeklickt, I'm sorry. Den wollte ich anklicken. Okay. Das ist mein Call eigentlich auch Bullshit. Aber ist egal. Blau. Kannst du haben. Blau 9. Fange ich jetzt bodenlos an? Ja. Okay. Gelbe 13? Ich fange auch bodenlos an. Oh! Das wird so ein Ding jetzt. Weit wie Gentless. Naja. Oh, ich habe eine Karte vergessen. Grüne 13. Grüne 11? Nope. Das ist natürlich. Gelbe 11? Nope. Der Wizard. Grüne 10?
Das Spielchen kann man nur zu zweit spielen. Rote 13. Lüne 6. Nein. Ne, Lüne 5. Nein. Na dann viel Spaß. Rote 11. Belastend. Rote 10. Belastend. Oh, 6. Belastend. Scheiße. Wieder ein zu viel. Katsching. Digga, wie viele Einladungen brauchst du eigentlich? Spam dich schon voll. Could not find server, Steam might be down. Schon wieder. Ja, wahrscheinlich ist das Ding von wegen ist nicht supported, weil es keine Verbindung auf Server kriegt. Da hat jemand Bock. Das klingt aber auch nach einem harten Trümpfe-Game, du. Let's go. Speaking of Trümpfe. Ich traue. Mhm. Es ist halt wirklich ein Trümpfe-Game. Zwölf? Blaue 7. Danke. Rote 9. Rote 8. Den will sie nicht. Dann den Wizard kriegst du nicht. Und jetzt darfst du dein Schicksal entscheiden. Also zwei zu viel, wie schön. Ah, herrlich. Thank you.
Eieiei. Le Bleu. Le Bleu ist dran. Sehr armselig, was ich hier habe. Ich sag 4. Dann sag ich 8. Also. Hier drunter. Ja. I'm interested what'll happen. Na, fangen Sie mal an. Da, hören wir. Nope. Hast du noch eine 11? Nee, Mensch. Grüne 13? Grüne 12? Gelbe 10? Jetzt kommen so langsam die Dinger, wo ich eigentlich mich nicht so sehe. Trumpf 8. Aha. Trumpf 4. Aha. Rot 8. Nö. Ah. Jetzt viel Spaß. Gut. So, das sind jetzt meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Wollen wir noch einen Trumpf raus? Ich gehe davon aus, hier, dass du keine hast. So. Und dann darfst du dich entscheiden. Nee, du hast noch einen Narren. Du hast halt clean die zwei Zahlen unter mir. Scheiße. Ja. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Mensch. 13. Du bist nur ein daneben, aber. Ja. Du willst aber auch glatte Zahlen haben, ey. Oh. Guck mal, Show. Oh, hello. Er hat's hier reingeschafft. Mitten in der Runde. Ja. Der Punkt ist, wollen wir den ab Phase 17 mitspielen, ab 18 mitspielen lassen? Mit 0 Punkten? Wenn er es dann noch abzieht, dann war ich ja nie weiter. Ja, mir kommt er nicht vorbei, aber das ist ein anderes Thema. Das ist sicher. Musst du dich jetzt nur richtig schlecht laufen, dann...
du kommst raus. Macht ihr noch fertig? Ja, okay, gut. Das heißt, wir machen bis 20 durch. Die Steuerung machen könnt ihr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich will nur 6. Ich hab mir. Ich werde zwar clean ins Rohr gucken, so wie du gerade klingst, ne? Aber. Ich sag 10. Okay. Das klingt nach 3 Wizards, das klingt nach jeder 13 und 12. Das geht gut. Oh. Das können jetzt beide Wege gehen, du. So, ich höre schon die 13 in der Ferne. Ja. Nicht? Okay. Jetzt? Immer noch nicht. Eine rote L, 12, 13, vielleicht? Aha! Da ist die erste große Nummer. Rote 10. Mhm. Ah, bitte. Okay. Aha. Aha. Ne. Mhm. Oh, 6. 6 gesagt. Tatsächlich ja. Genauso wie eine rote 9. Eine rote 6. Mhm. Oh. Jetzt kommen die großen Schützer raus, okay. Blaue 4? Nope. Gut. Gönn dir. Gelbe 5. Nee. Grüne 1. Nee. Wie schaff ich das jedes Mal? Ich hab wieder ein zu viel. Das sind immer die schlimmsten Runden, ne? Ja. Oh, shit. Kling, 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 kling. Like this. Well, what kind of trash is this? I don't know. I don't want this. Wie viele Zahlen unter 7 wollen sie haben? Ja. Ich kann gar nicht wissen, wie deine Hand aussieht.
Hoppala. Was sorry. Du unterschieben? Sorry. Ich hasse meine Hand, ich schieb's dir mal unter. So ungefähr. Also, eine Straße habe ich. Die kleinste Straße auf der Welt, Alter. Junge. Stolzer könnte ich nicht sein. Eine Straße okay, wollte ich noch mal. Ich habe eine 10. Also, ich habe eine Zahl, meine ich. Wie viele kriegst du? Ach komm, ich sag 9. Ah. Eine 9. 4. Sorry, aber bei dem Track. Ich weiß jetzt schon, dass ich die meisten Dinger kriegen werde, weil ich einfach am Ende vorne stehe und du einfach clean die Farbe, die ich am Ende übrig haben werde, nicht mehr hast. Und ich weiß auch jetzt schon, welche Farbe das sein wird, aber das ist egal. Welche denn? Das wird entweder grün oder gelb sein. deswegen werde ich das kleinste Zeugs mal los. Straße Nummer 1. Straße Nummer 2. Aha. Da. 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 Das war ein Stich, den ich eigentlich nicht abgeben wollte, aber ist egal. Da. Ne. Oh. Ach, du hättest keine großen. Eine blaue 4. Ach ja, du hast ja was gelegt. Gut. Ich konnte mit meiner grünen 4. Mhm. Ich konnte mit meiner gelben 4. Ich sehe gerade, ich habe nur einen einzigen Stich aktuell, ne? Ja, du brauchst 4. Ich brauche nur 4. Ja, dann, gelb. Die schon mal zur Seite, die ich zu viel. Warte, ich pack mal die zusammen. Dass ich weiß, das ist das, was ich brauchte. Das wird daneben nicht, das ist das, was ich nicht machen wollte. Ja. Rote 1. Nee. Ernsthaft? Blaue 3. Nee. Mein Ernst. Eisen. Nee. Ah, warte mal, gelb. Achso, warte mal, gelbe 9? Ja. Gelbe 8? Jetzt kommt sie mit Rot. Nee, komm, ich erlustig. Danke. Jetzt kann ich für dich nur eine Sache hoffen, dass du keine Wizard mehr auf der Hand hast. Hat sie. Nein. Grüne. den letzten kriegst du noch. Grüne 6? Du hast so Glück, ey. Es war einfach nur geplant gespielt. Ich habe jetzt so lange gewartet, bis ich alles weggefeuert habe, außer die letzten 4, die ich brauchte. Wir haben eine relativ ähnliche Spielweise, muss man dazu sagen. Deswegen funktioniert es auch so gut. Mit Chris funktioniert es bei mir nicht. Bist du jetzt doch schon ab der 19 dabei, Chris, oder soll ich dich wieder woanders hinschicken? Hey. Ich hab mir den Kartendeck weggenommen.
Ich meine, technisch gesehen ist das Spiel eh schon entschieden, weil das kriegst du nicht mehr eingeholt. Also ich glaube, ja, du glaubst. Das könnte, ja, schwierig werden. Ich glaube, das können, das könnte also läuft. Soll das jetzt heißen, dass du jetzt bei der 19 dabei bist oder nicht? Oder ob wir jetzt neu starten sollen, weil ganz ehrlich, das ist eh verlorenes Ding. Oder weil wir was anderes spielen zu dritt. Genau, was. Ja. Naja, Wizard jetzt tatsächlich. Wir können auch Skippo machen oder. Ja, Arschloch ist schwierig. Egal. Gut. Dann machen wir das cleanste von allen. Okay. Aber ist ein kleiner Tisch, ist ein kleiner niedlicher Tisch, da kann man mit arbeiten. Aber mit einer kurzen Unterbrechung. Hi. Hola, Glasi. Bin gleich wieder da. So, ganz bestimmt noch so ein kleines Plätzchen frei. Tatsächlich ja. Du musst aber schnell rankommen, weil. Dazu musst du mich einladen. Du bist nicht online. Doch, bin ich. Du hast jetzt das Spiel mit mir gestartet. Über diese Lügenknechte hier. Ja, du bist der Lügner. Du hast gesagt, ich wäre nicht online, aber war ich online. Spielt von seiner Arbeit aus, oder wie? Der spielt von seinem Steam Deck aus, ja. Ja, von der Arbeit. Der Typ hat gerade nur zwei Kunden bei sich sitzen. Was macht der eigentlich nochmal? Spilo. Aha. Na gut. Und am Tresen sitzt und sie um die Kunden bespaßen. Oder eben nichts machen. Ja. Egal. Ja, was soll man machen? Ja doch, er muss Automaten freischalten, er muss Getränke rausgeben. Wird heute ein bisschen sauber machen. Julia! Bin wieder da. Dann würde ich ihr Deckmischen und umdrehen. Warte. Achso, das Deck umdrehen. Erstmal Deck mischen. Klar, sie fängt an. Was? Warum? Der mit der höchsten Zahl fängt an. So. 5 Karten sehen, ne? Yes, indeed. Warum mischt das jetzt? War eine schnelle erste Runde. Ja. Oh. Chris! Die Arme so muss einzeln ziehen. Ist ein bisschen clunky die Steuerung, wie ich merke. Aber kann man machen. Wir legen eine 12 ab, okay. Einmal die 5. Einmal die 2. Einmal die 6. 7. 8, 9, 1, 3, 4, 10. Ja, Scheiße! Hättest du mal gewartet. Ah! 9? Hättest du mal gewartet. Klasi. Ja. Oh, ja. 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 11? Lohnt sich richtig, meine Hand. Oh je. So grundsolides Mittelfeld, also, ja.
5, 12. Es könnte man nicht theoretisch von dem Scripted Skipper, was ich habe, bestimmte Dinge rausschreiben oder rauskopieren und hier für den Tisch benutzen? Zum Beispiel, dass er die 12er Stapel automatisch da in die Mitte zieht. Muss doch eigentlich gehen. Technisch gesehen geht das mit Sicherheit. Praktisch gesehen habe ich aber keinen Plan, wie es gehen soll. Man muss ja nur die richtigen Zeilen finden. Da liegt das Problem. 9? So schwer wird das ja wohl nicht sein. Hast du gerade abgelegt? Ja, ich habe abgelegt. Gönn dir die 8. Ja. Nee. Ach so. Ja. Hab ein paar Sechsen. Ah, wie viele Sechsen wollen sie haben? Glasi leider ja. Ja. Gute Joystick-Maus. Ich füge halt Buttons hinzu, wenn mir auffällt. Oh. Ja, das brauche ich noch. Lul. Ah, okay. Das ist. Das ist eine Herangehensweise. Chris? Vielleicht hat er auch gerade Kunden oder so. Ja, alles gut. Auch wenn es bei 2 Kunden sehr unwahrscheinlich ist, aber ja, ist okay. Ja, man weiß immer da so. Ach, Chris ist auf der Arbeit. Ah, was? Lol. Okay. Er punkelt halt eins. Wer ist er denn? Naja, nix mehr. Was soll ich denn damit? Nix. Also nicht. 10. 12? Scuffed AF-Steuerung. Jetzt hast du deine Cam schon wieder umgestellt, oder was? Was meinst du? Beim Stream, die war gestern oder die Tage noch linke Seite in der Mitte. Ja, da habe ich gemerkt, dass ich noch das Genshin-Setup dran hatte. Aber oben links ist tatsächlich die beste Kamera für Tabletop. Ja, brauchst noch ein paar. Noch ein paar. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch dem Skipbo-Game Schicht mache. Oha. Ja. Es tut mir auch richtig leid, aber so ist es halt. Als ob wir jetzt auf Clean auf diesen scheiß Einsen hängen bleiben. Hm. Ey, Glasi! Ha? Wie war das mit dir? Ich sollte ins Casino. ins Casino gehen? Ich hab 3x zu 6 laden. Aber ich meine, das warst du mit dem Lucky 7 Call. 7? Hm. Das ist Chris? Das nein, ich weiß nicht, Luca? Wer gestern mitgespielt hat. Nee, nicht gestern. Ist ein paar Tage her. Ein paar viele Tage. So, guck, da ist meine dritte 6. Ja, vierte. Also, ich hab nichts gegen dich auf Arbeit. Hä? Okay. Alles klar, Chris. By the way, sie sind dran. Achso, was ist das? Nee. Casino-Spielo. Nee, ist klar. Ach Mensch. Wir brauchen einfach nur eine 2. Meinst du die? Danke. 7? Nee, mit der 10 können wir nichts anfangen, Chris. Klar, sie ist dran! Ja. Ich will nicht mehr zur Kanzi. Ja.
No, you didn't. War mit Absicht. Bist du mir sicher nicht müde? Nee. Oh! Oh lol, jetzt sehe ich, was du meinst, Chris. Okay. Ja. Nun. Wollen wir da beim selben Dilemma werden? Jetzt brauchen wir dreien. 15er! Okay. Okay, Chris, das ist schwierig. Ich glaube, ja, da kann ich 7. Hast du abgelegt? Eine 7? Ja. Ich habe jetzt meine Lucky 7 da liegen. Ich habe eine 9, ich habe eine 12. Ja, ich habe 4 Sechsen. Ja. Wir müssen dringend stapellos werden, sonst pucke ich gleich die nächste geile Zahl, Alter. Chris! Er macht sich eine 5, er macht sich eine 6, er hat eine 2. Och Mensch. Noch eine 2. Nicht? Ah, guck mal, jetzt haben wir 3 4 schon auf dem Feld. Wolle 11 kaufen? Puh, da. Muss ganz dringend. Ja. 7, 8, 9. Ich hätte einen 10. Oder 1 kaufen? Wie man halt sieht, wie es ein Joystick ist. Ja, irgendwie schon. Hallo, Spiel. Man soll doch rein haben. Was? Nein. 9221. Ja, ich weiß, dass da eine 10 fehlt, Klaas. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Die liegen alle bei Chris. Oder bei mir. Also ich hätte ja, aber nee. Ich hätte ja ein Skippo, aber nee, lass mal lieber. Brauche ich für wichtigere Sachen. Ja, einfach Skippos bunkert. Es ist nicht mehr normal. Oh mein Gott! Wir können einen Stapel starten. Haben wir 42 Karten? 3. Nee, doch, da 42. 12, 24. Das macht doch gar keinen Sinn. 36, wollte ich gerade sagen. Irgendwas haut hier nicht hin. Da fehlen doch welche. Hat jemand von dem Stapel gezogen? Also die ersten 10 gehen nur bis 10. Dann fängt es bei 2 an. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann geht es wieder weiter mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann hat einfach jemand da, glaube ich, gezogen. Dann geht es weiter mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also zwei Haufen da drin sind nicht ansatzweise vollständig. Ich möchte jetzt einfach unter. Ist halt jetzt so passiert. Ja. Darf ich die nochmal mischen? Nö. Alle 5 kaufen? Aber egal. Keine dann, ne? Mhm. Oh ja, ja, toll. Jetzt sehen. Wenn ich AFK bin, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich was machen muss. Ja, alles gut. Ah, guck mal, noch eine zweite 8 gekriegt. 11. Oh. Passt schon, Chris, passt schon. Die 5 ist geiler gewesen, ne? Mhm. Chris. Wie Chris hat nur noch 6 Karten da liegen auf seinem Haufen.
Was ist das denn passiert? Der hatte gerade einen ziemlichen Lauf. Oh. Tatsächlich, deswegen war sein Zug auch so lang. Ach nö. Ach nö. Tobanga nö, Tobanga nö. Okay, damit kann ich auch leben. 11, 12. Danke, Glasi. 1. Aus keine zwei Leben, du lässt mir das doch bestimmt. 5. 6, 7, 8 hätte ich für dich. 3. 4. Willst du meine 6 und meine 1? 8 haben? Willst du nicht, okay. Die Hoffnung. Ja, ich bunkere hier gerade 2 Einsen. Und hatte vorhin einen im Stapel. Jetzt nochmal fürs Protokoll erwähnt, ja. Achso, okay. Okay. Soviel zum Thema, Chris hat einen Lauf. Siehst du mal, wie das funktioniert. 6, na ja gut, die 6 hast du so oder so. Macht keinen Unterschied, aber ich kann das machen. Kann ich dir wenigstens den da wegnehmen? Weil ich ja einfach böse bin. Mhm. Die 10, die brauchte ich. Und die 6 kann ich auch trotzdem hinlegen. So, ich habe jetzt hier clean 4 Elfen liegen. Okay, Chris, habe ich trotzdem nicht getoppt mit 5 10. Nee. Ha, noch eine 6 kriegt man 7 gekriegt. Streamchat ist einfacher, das glaube ich dir gerne. Das ist wahrscheinlich nicht so clunky wie auf der Steam Deck. Okay. Und Hand leer. Und nochmal 15. Jetzt geht die los wie ein Tornado, ey. 4, 5, 8. Ah, 10. So, 9 hat's auf der Hand. Noch eine 8. Ne, so wie die reagiert, hat sie keine 9. 10. Aber Chris wird seine 6 los, aber seine 3 nicht. Aber hat 9. Er kann eine 10 loswerden, er hat noch 4. 7 los. 8. 4. Dafür, dass er das mit einem Stick macht, kriegt er das ganz schön gut hin. Ja, das muss ich mir echt lassen. Gut. 9? Ich wollte gerade sagen, ja, klar. 9? Ja. 11? Ja! 5? Also. 6? Ja. 7? Ja! Klar. Seine letzte Karte ist ein Skippo. Ah, lol! Ich bin durch! So. Was mache ich jetzt? Kevin wird Cheater, oder? Einfach weil ich es kann. Die 12. 12, genau. Dreckiger. Mach eine 1. Mach eine 2. Wolle 7 kaufen? Also, ich würde deine 7 nehmen. Ne? Also, da, ja, okay. Also. Machen wir mal 10. Auf 12. Lass es doch Kevin machen. Ist eh doch. Alter, willst du mich verarschen, du behindertes Drecks? Hex. By the way, ich gucke nur Chat, nicht Stream. Ja, das glaube ich dir. Alles gut. Also höre Stream und gucke Chat. Ja. Passt schon. So, ein. Nee, ich muss erstmal. Ja. Erstmal die 2 Karten. Nein. Oh, sorry. Ja, ich sag sogar noch nein, weißt du? Hab ich gerade auch realisiert. Jetzt wissen wir, wer die ganze Zeit von dem Stapel gezogen hat. Nein! Wo willst du damit hin? Oh, zwei, zum Glück hat sie keine 8. Das ist so verdient. So verdient! Ich sag's ungern, Glasi, ne? Aber du wirst relativ schnell toxisch. Schwierig. Ich seh da ein Problem nicht. Dann klingst du sehr toxisch. Sehr aggressiv. Okay.
so belastend, ne? Ich fange einmal mit diesem scheiß Spritzgebäck an, ne? Die Tüte ist innerhalb von 2 Tagen weg. Gefühlt. Ja. Und wir reden hier von einer Tüte Spritzgebäck, die in eine große Metalldose kommt. Also. Es ist hoffentlich klar, dass wir nicht wissen, was du mit groß meinst. Meinst 40 du groß, 20 breit? Das sind so große Metalldosen, die man normalerweise beim Rewe kriegt. An Spritzgebäck. Ja, was hat Chris hier gerade für eine Runde? Das läuft gerade ganz wild. Er macht gerade das Handkartengame seines Lebens. Wird noch eine 10 los. Ja, nur noch 2. Nein. Alter. Stapelvernichtung. Lassi. Die dürfen. Das sind nur noch 25, was hast du? Sicher, sicher. Okay. Man kann nie genug haben. Granted. 1. Ich würde da sehr gerne eine 8 drauflegen. Passt aber nicht. Nee, und das ist halt leider das Einzige, was mir fehlt. Gut gemischt, Lol. Ja, das ist leider richtig krass. Mein Fehler war, dass ich glaube ich das Gippo-Deck am Anfang nicht gemischt habe oder keiner gemischt hat, überraschenderweise. Und ich dann schon gesplittet habe. Bin ich schon dran? Ja. Klar, sie hat gerade eine 10 abgelegt. Ach so! Sag mir nicht, die hat gerade 4 Skippers oder so gezogen. Nee, nicht 4, aber. 2 mindestens scheinbar. Zwei sind schon bodenlos genug. Okay, das klingt nach, sie hat noch einen dritten gezogen. Nein, 2 hat sie fliegen gezogen. Ich verstehe nicht, warum deine Karten da verdeckt liegen, Kevin. Hallo, geheimes Verbot. Oh, da ist eine 4. What? Ja, Chris, ich verstehe, was du meinst bei der Aussage. Will ich es wissen? Du wirst es gleich sehen. Ah. Auch 2 Skippers. Ah ja, ist egal. 3, ja. Oh ja, da hat die Runde aber schon aufgehört. Na klar. Ah nee, doch nicht. Clunky. Oder wie er sagen würde, Scuffed-Steuerung. Ist Scuffed. Scuffed-Kultur. Na klar, und ich zieht natürlich keine 8. Will ich nicht. Stattdessen 3. Jetzt haben wir 5 hinlegen können. Nee. Kann er schön selber machen. Okay. Meinst du, der muss welche loswerden? Ja, siehst du doch. Na, mach den gleichen Scherz wie du? Nein, okay. Natürlich hat er noch. Zeit! Psycho und Glasi wären so welche gewesen, die hätten so heimlich versucht, aus meinem Stapel zu ziehen, die 7. So ich brauch deine 7 nein. Ja, nein, aber so vom Prinzip her. Wenn die Karte gefehlt hätte. Ja, aber mir fehlt ja keine 7. Mir fehlt das da, was hier liegen. Ja, das ja. Und ihm schauen wir nicht. 7. 8. Siehst du? 9. Gucken, ob er eine 11 10, hat, aber wahrscheinlich schon. Alles gut. 11, 12. Ah! Grundsolide abgeschlossenes Ding. Mutzgame, schade. Na komm. Mutzgame. Chris tried to flip the table, but he was too weak. Tja, so ist das. Jetzt geht mit dieser Helm enttäuschen? Zurück ins Zelt. Dann langweilig.